Ja, Kraule, 1-1 gegen den SC Freiburg 2. Was fangen wir jetzt mit dem Unentschieden an? Gute Frage. Nee, ich glaube, das Wichtigste ist die Reaktion, die wir gezeigt haben. Ich meine, wir haben halt keinen wunderschönen Fußball gespielt, das wissen wir selber. Viele lange Bälle, aber da haben wir mit Becks halt jetzt einen Zielspieler. Und in unserer Situation müssen wir auch einfach spielen. Klingt dumm, aber ist so. Deswegen, es ist ein Punkt für einen Klassenerhalt. Den nehmen wir halt jetzt erstmal mit, auch wenn wir natürlich 3 Punkte mitnehmen wollten. Ich fand vor allem aber auch mutig gespielt, offensiv gespielt, durchaus zielstrebig ja auch gespielt, alles reingehauen. Also das sind wirklich dann auch Attribute, wo man sagt, da freuen wir uns fast schon auf die nächsten Wochen dann. Denn das sieht eigentlich gut aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man hat auch gemerkt daran, wie glücklich Freiburg über den Punkt war, dass wir vieles richtig gemacht haben. Das Einzige, was fehlt, sind vielleicht die Tore und dass wir hinten vielleicht auch mal wieder zu Null spielen. Aber ansonsten, Zielstrebigkeit war da. Wie gesagt, zwar viel mit langen Bällen, aber das ist auch eine Variante. Und darauf können wir zumindest aufbauen, ja. Wenn wir schon einen der Abwehrleute hier haben, warum klappt denn das mit der Null hinten im Moment wieder nicht? Schon wieder so ein relativ frühes Gegentor, 13. glaube ich war es, also von der Minute her. Ja, ich erinnere mich, ich glaube langer Ball, dann zweiter Ball bei Ihnen, Fernschuss, der steckt dann durch. Ich meine, das passiert im Fußball, aber ich finde das Wichtigste ist, dass wir danach eine Reaktion gezeigt haben, dass wir, ich glaube zeitnah dann das 1-1 gemacht haben und dann im Endeffekt das Spiel im Griff hatten. Und ich meine, Tore, natürlich wollen wir zu Null spielen, ich als Abwehrspieler besonders, aber klappt halt derzeit nicht. Deswegen umso wichtiger ist, dass wir vorne noch besser werden. Wie wichtig und wie schön vielleicht auch war das heute, dass Fans wieder im Stadion waren? Ja, brutal. Ich glaube, jeder Fußballer will vor Fans spielen. Die Stimmung, muss ich auch sagen, trotz der schlechten Spiele in den letzten Wochen, haben super Stimmung gemacht, haben uns gepusht. Bei jeder Ecke, bei jeder Chance war es laut. Also das ist geil und da müssen wir uns auch bedanken, dass sie uns trotzdem so unterstützen. Ja. Respekt für die Leistung heute. Schade, dass es am Ende nur ein Punkt ist. Ihr hättet mehr verdient. Trotzdem, das macht Mut. Danke. Ja, Kraule hat eben so schön gesagt, wir können jetzt endlich lange Bälle nach vorne spielen und in die Tiefe, denn wir haben da vorne den Becks, unseren neuen Zielspieler. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Heimpremiere. Dankeschön, Dankeschön. Gleich mit einem Tor, so wünscht man sich das dann auch, oder? Ja, absolut. Ich meine, das war jetzt ein Start nach Maß für mich, würde ich sagen. Erster Startelf-Einsatz, erstes Tor. Darauf möchte ich jetzt auf jeden Fall aufbauen. Warum hat es denn dann aus deiner Sicht nur in Anführungszeichen zu diesem 1-1 gereicht? Denn die Leistung, die ihr abgeliefert habt, die ganze Mannschaft abgeliefert hat, die war mutig, die war zielstrebig, die war offensiv orientiert, die war kämpferisch top. Was hat am Ende dann gefehlt? Ihr hattet ja auch Chancen, jede Menge. Ja, absolut. Ich meine, ich habe jetzt kurz vor Ende der Partie das Eckenverhältnis gesehen. Da stand es, glaube ich, 12-2, 13-2. Ich denke, das sagt schon viel aus. Unterm Strich denke ich, das waren zwei Faktoren. Zum einen ein bisschen fehlendes Glück. Ich denke aber, das ist normal, wenn man unten drin steckt, dass dann das ein oder andere vielleicht nicht so gelingt, wie wenn man jetzt oben um den Aufstieg mitspielt. Und auf der anderen Seite auch ein klasse Torwart aus Freiburg. Ich denke, wenn der ein bisschen schlechteren Tag erwischt, dann fliegt da auch der ein oder andere noch rein. Ja, da waren ja auch ein paar von dir, die er dann noch irgendwie rausgefischt hat. Gleich zum Anfang dieser Kopfball zum Beispiel ins lange Eck. Den hält nicht jeder, ne? Nee, absolut nicht. Ich habe ihn eigentlich auch schon drin gesehen und dann greift er da über und holt den irgendwie raus. Jetzt haben wir anderthalb Wochen fast Zeit. Montag übernächste Woche ist das nächste Spiel. Was kann man jetzt mitnehmen aus dieser Partie heute, um dann in Saarbrücken möglicherweise endlich den Bann zu brechen und den Dreier zu holen? Ja, ich denke auf jeden Fall die Moral der Mannschaft. Auch heute sind wir wieder leider mit 1-0 in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat sich aber nicht unterkriegen lassen. Wir sind sofort weitermarschiert, wir waren griffig, haben zeitnah, wie Kraul auch schon gesagt hat, das 1-1 geschossen und haben auch darüber hinaus Ehrgeiz gezeigt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach hinten mal dicht halten, zu Null spielen und dann denke ich, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Mit Fans im Rücken ist dann, glaube ich, auch nochmal einfach geiler. Ich habe gesehen, ein paar haben dann mit dir Kontakt aufgenommen, eben nach Abpfiff noch am Zaun. Was war los? Ja, waren ein paar kleine Kids, die noch das ein oder andere Autogramm wollten. Freut mich als Spieler natürlich ungeheim. Und ja, auch an der Stelle großes Dankeschön an die Fans, die heute da waren, uns gepusht haben. Ich denke, dass das auch nochmal einen Motivationsschub gibt. Ja. Wir sind fest davon überzeugt und hoffen, dass es dann, wie gesagt, gegen Saarbrücken klappt mit dem Dreier. Dank dir und was kostet so ein Einstand jetzt eigentlich? Das muss ich jetzt noch aushandeln. Dann viel Erfolg auch dabei. Danke dir. Dankeschön.